Hallo, altes Haus. Na, wie geht's denn so allemal? Prima. Mir? Oh, danke, ich kann nicht klagen. Ja, das Rheuma zwickt ein bisschen. Nee, nee, nichts Ernstes. Es ist bloß das Klima. War ja auch ziemlich kalt in der letzten Zeit. Ja, das kann man wohl sagen. Wie? Das ist ja... Naja, dann Gruß an die Frau. Bis dann. Tschüss. Sagen Sie mal, Herr Nachbar, müssen Sie mir denn die ganze schöne Natur vollbrüllen? Können Sie nicht drinnen telefonieren? Sicher kann ich. Hm. Aber ich will nicht. Ach. Drinnen kann jeder. Ich kann auch draußen. Überall, wo ich will. Hier, sehen Sie mal, Herr Lustig. Ein Wunder der Technik. Damit kann ich im Garten telefonieren. Im Auto. Am Nordpol. In Amerika. Und noch etwas. Man kann mich überall erreichen. Ich bin mit der ganzen Welt ver... Augenblick. Der Cityruf. Eine neue Nachricht kommt gerade rein. Aha. Disco-Party um 20 Uhr im Bärstädter Bahnhof. Toll, ne? Ja, und gehen Sie hin? Natürlich nicht. Aber ich könnte. Dieses kleine Ding informiert mich jederzeit und drahtlos, was so läuft. Oh, Augenblick. Eine neue Message auf meiner Watch the Peep. Ah, hier, sehen Sie mal. 368. Das ist Karl-Heinz. Ich soll ihn anrufen. Ganz schön stressig, ihr Gepiepse, Frau Schröke. Und überhaupt, diese ganze Telefoniererei. Also, ich... Sie, Herr Lustig, Sie sind nicht informiert. Sie sind nicht modern. Der moderne Mensch ist ständig mit der ganzen Welt verbunden, ist überall erreichbar. Die Technik macht's möglich. Also, wenn ich mit jemandem reden will, also kommunizieren, dann gehe ich einfach hin. Oder ich nehme mir einen Bus. Ne? Ich brauche kein Telefon. Ha! Sie Umweltverschmutzer! Sie verpesten die ganze Stadt mit Abgasen, weil Sie ständig in der Gegend herumfahren. Telefonieren Sie lieber. Da bleibt die Luft sauber und die Straßen bleiben leer. Ja, man könnte doch einen Brief schreiben. Sie können es also ruhig mit ansehen, wenn ganze Wälder abgeholzt werden, nur um Ihr Briefpapier herzustellen? Das Telefon braucht kein Papier. Na ja, da ist was dran. Ja. Oder stellen Sie sich vor, Sie werden krank. Beinbruch oder so. Da liegen Sie mutterseelenallein in Ihrem Bauwagen und können keine Hilfe holen. Und noch etwas. Einbrecher, nachts. Und Sie wollen die Polizei rufen. Na schön, na schön. Sie haben ja nicht so ganz Unrecht. Aber deswegen brauche ich doch nicht gleich ein Telefon. Das, ja, ich hab's. Es würde doch genügen, wenn ich mit Ihnen spreche. Nicht? Dann könnten Sie für mich die Polizei anrufen. Oder wir könnten zusammen ein Schwätzchen halten, ohne aus dem Haus zu gehen. Da brauchen Sie doch auch ein Telefon. Zu mir rüber. Nein, 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 brauche ich nicht. Brauche ich kein Telefon. Sie werden es schon sehen. Ich rufe Sie an, Herr Paschulke. Schließlich haben die Menschen schon vor Urzeiten miteinander gesprochen. Über große Entfernungen hinweg, ohne Telefon. Naja, sie haben nicht gerade miteinander gesprochen, aber immerhin. Achtung! Ein Stein! Stein! Was für ein Schwein? Ach so, ein Stein. Naja, so ganz ohne Hilfsmittel war die Verständigung in der Steinzeit recht mühsam. Mit Rauchzeichen ging das besser. Man musste allerdings dafür sorgen, dass der Empfänger die Botschaft auch verstand. Das war dann später beim Zeigertelegrafen kein Problem mehr. Man hatte sich auf das Alphabet geeinigt. Jedes neue Muster bedeutete einen anderen Buchstaben. Auf dem nächsten Berg stand wieder so eine Station. Und einer mit scharfen Augen las die Botschaft. Und der Kollege gab sie weiter. Ein gewisser Herr Morse machte das später elektrisch. Er drückte auf eine Taste, kurz, lang. Seine Muster waren Punkte und Striche. Ein Elektromagnet am anderen Ende der Welt malte diese Muster auf einen Papierstreifen, kurz, lang. Und das bedeutete... Ah!
Morse, ja, das ist es. Und man braucht nicht viel dazu. Ein Brettchen und eine alte Türklingel. Da habe ich die Glocke abgenommen und dafür einen Filzer dran gebaut. Ja, und dann noch eine Papierrolle aus so einem kleinen Bürorechner. Eine Batterie, 4,5 Volt, genügt. Ein paar Drähte und ein Klingelknopf. Ganz einfacher Klingelknopf. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann klingelt es nicht. Nee, dann bewegt sich der Filzer hier auf die Rolle. Jetzt drehen wir mal hier. Ja, genial, der alte Morse. Punkt, Strich, kurz, lang. Und so kann man über zwei Drähte Buchstaben verschicken. Sprache sozusagen. Na, senden wir mal. SOS. Das hat ja so manchem Seemann das Leben gerettet. S, das sind drei Punkte. Ja, dieses Ding nun habe ich dem Nachbarn auch gebastelt. Ich habe es ihm schon rübergebracht. Und ein Draht habe ich rübergelegt. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ich müsste ihn aber vorher anrufen. Ah ja, damit. Sie sich ein Telefon. Kaufen Sie sich ein Telefon. Offensichtlich findet der Nachbar die Morsetechnik nicht so besonders. Naja, dann werde ich eben die Sprache selbst durch den Draht schicken. Ja, wie der alte Philipp Reis. Einer der Erfinder des Telefons. Der überlegte sich Folgendes. Beim Morsen ist es ja einfach. Ich drücke mit dem Finger auf eine Taste. Ein Kontakt schließt sich und Strom fließt. Wenn ich nun diesen Kontakt auf eine Membran klebe und dagegen spreche, dann kommt die in Schwingung und der Schall steuert den Strom. Das funktionierte. Reis sprach hinein, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Was anderes fiel ihm gerade nicht ein. Und aus diesem Kistchen quäkte daraufhin diese Spule, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Naja, so ganz ausgereift war das Ganze noch nicht. Etwas später demonstrierte in Amerika ein Herr Bell dem staunenden Publikum sein Telefon. Er sprach in eine Kiste hinein, Drähte führten zur Wand und in einem anderen Raum konnte man ihn hören. Wahnsinn! Er hatte alles in eine Schachtel gepackt. Mit demselben Apparat konnte man senden und empfangen. Das Prinzip hat sich dann eine ganze Weile gehalten. Die Kiste wurde kleiner und handlicher. Zum Hören hielt man den Apparat ans Ohr, zum Sprechen vor dem Mund. Das wollte geübt sein, auch der Umgang mit diesem späteren Luxusmodell. Oder mit diesem. Da gab es amtliche Anweisungen. Zunächst die Vermittlungsstelle anrufen. Dazu musste man die Induktorkurbel drehen, man sagte anklingeln. Darauf den Fernsprecher B vom Haken C nehmen. Ihr Amt, was beliebt? Bitte Geheimrat Lustig, Nummer 73. Bitte sehr, bitte rufen. Tja, dann musste man noch mal kurbeln oder einhängen, denn schon damals waren die Leitungen oft besetzt. Jeder wollte telefonieren. Sie mit ihm, er mit ihr, jeder mit jedem. Nur der Hund nicht. So stellte man sich den Menschen der Zukunft vor, total verkabelt. Und die Zukunft hatte schon begonnen. Warum nicht Musik übertragen über das Telefon? Dank der Strippen musste man nicht mehr in die Oper. Naja, es war nicht gerade Hi-Fi. Lautsprecher gab es auch noch nicht. Und deshalb war man froh, als wenig später das Radio erfunden wurde. Ah ja, ein alter Telefonhörer. Sowas kriegt man umsonst, vom Schrottplatz oder aus dem Telefonladen. Und mehr braucht man nicht zum Telefonieren. Ehrlich, so sieht's hier drin aus. Hier unten ist ein Mikrofon. Da geht die Sprache hinein und hier oben ist der Hörer, so eine Art Kopfhörer, da kommt der Schall wieder.
wieder raus. Ja. Ansonsten braucht man nur noch Strom. Der soll ja die Sprache transportieren. Also eine Batterie. Da ist sie. Und vielleicht noch ein paar Büroklammern. Die kann man ja aufbiegen und zum Beispiel hier in den Telefonstecker hineinstecken. Ja, ich schraube jetzt mal alles wieder zusammen. So. Und jetzt muss der Strom erstmal vom Hörer zum Nachbar rüber. Läuft da auch durch einen Telefonhörer, das habe ich ihm schon gegeben, und zurück zu meiner Batterie. So, dann wollen wir mal sehen. Aber damit der Nachbar auch an sein Telefon geht, muss ich mir erstmal anrufen. Hallo, Herr Nachbar? Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Herr Lustig, stecken Sie sich Ihre Basteleien an den Hut? Hören Sie endlich auf mit dem Unsinn! Sie wollen mich nur wieder zum Affen machen! Kaufen Sie sich endlich ein Telefon! Das ist wieder nix. Dabei hat's doch so gut funktioniert, mein Simpeltelefon. Aber na schön, werde ich eben ein moderner Mensch. Ich werde mir ein Telefon kaufen. Auf zum Telefonladen. Königsallee. Hallo, Müller? Lohmeier Consulting, guten Tag. Ja, Paar Schulke? Hallo? Ich bin nicht da. Mein Herr, was darf es denn sein? Ich hätte gern ein Telefon. Ein Telefon? Ja. Welches Modell hätten Sie denn gern? Och, vielleicht hier das preiswerte Modell Xenior in Himbeerrot und Kobaltblau mit Kurzwellenspeicher. Oder hier das Modell Tavio in Petrolgrün und Stahlblau, natürlich auch mit Erdtaste und Hubflash. Sehr zu empfehlen auch das Tarsis C-Modell hier mit alphanumerischem Display und Freisprechen natürlich. Das können Sie auch in Stahlblau haben. Oder hier das optimale Schnurlos, das Sinus 43D mit automatischer Wahlwiederholung, optischer Anrufanzeige und Wartemusik. Das gibt's auch in Dunkelgrün. Nein, ich hätte gerne ein ganz normales Telefon, ein schwarzes, mit einer Scheibe, wo man einen Finger reinsteckt und so wählt, nicht? Und mit dem Hörer. Mit einer Scheibe? Scheiben gibt's nicht mehr. Nehmen Sie das, zahlen Sie an der Kasse. Danke. Na ja, ist ja egal, nicht? Dann wähle ich eben mit den Knöpfchen. Ja. Damit erreiche ich ja auch jeden, überall. Ne? Aber dabei fällt mir auf, es gibt ja auf der ganzen Welt zig Millionen Telefone. Die kann ich alle erreichen. Aber von meinem Apparat geht doch nur eine Leitung weg. Ja, wie funktioniert denn das? Ne? Ich meine, wie sind denn die Telefone eigentlich alle miteinander verbunden? Also der Herr Reis, der Erfinder des Telefons, ihr wisst ja nicht, der hatte ja damit noch keine Schwierigkeiten. Der wollte ja nur sprechen mit seinem Assistenten. Na, das soll er mal sein. So, also gab es nur eine Leitung. So, wenn er jetzt aber auch mal mit seiner Frau reden wollte, das sollte mal sein, die Frau Reis, ja, dann gab es zwei Leitungen. Wenn jetzt aber der Assistent auch mal mit der Frau Reis reden wollte, gab es schon drei. So weit, so gut. Wenn aber jetzt, sagen wir mal, noch drei enge Freunde der Familie dazu kamen, das sollen sie mal sein hier, und wenn nun jeder mit jedem reden wollte, na, da musste man eben noch ein paar Leitungen ziehen. So und so und so und so. Na, oh, das wird voll. Das wird sogar sehr voll, das wird chaotisch. Meine Güte, so viele Leitungen. Nee, das ging ja gar nicht. Nee. Da musste man sich ja was anderes einfallen lassen. Denn so war ja die ganze schöne Erfindung Telefon nichts wert. Da musste man, ja, ich glaube, man hat Folgendes gemacht. Man hat von jedem Apparat eine Leitung gezogen zu einem Mittelpunkt. Nee? So, ja. Zu so einer Art Knotenpunkt. Und da saß dann sicher einer. Ja. Und
bitte rufen. Ja, ich sitze hier. Aushilfsvermittler beim Fernsprechvermittlungsamt Berlin. Heute ist wieder was los. Es ist die Hölle. Ja, Ihr Amt. Frau von... Jawohl, bitte sehr, bitte gleich. Und bitte rufen. Jetzt ruft er schon wieder die Dings an. Aber das darf ich ja gar nicht weiter sagen. Naja, also jedenfalls, die Kundschaft kurbelt und erwartet, dass ich mich sofort einstöpsel und verbinde. Wenn das so weitergeht, da schaffe ich es nicht mehr. Da muss Verstärkung her, ja. Danke. Damen. Ja, das war dann das Fräulein vom Amt. Sie wurde eine Institution. Ohne sie lief überhaupt nichts. Diese zentrale Vermittlung hat aber auch ihre Nachteile. Die Damen hörten alles mit. Ja, davon kann zum Beispiel ein Herr Strauger aus Kansas ein Lied singen. Ja, hier, Bestattungsinstitut Strauger. Ah, Mr. Higgins, danke für Ihren Rückruf. Ich komme zu spät. Trotzdem mein tiefstes Beileid. Ja, dieses Telefon, Fräulein. Sie weiß es zuerst. Und wenn sie es weiß, dann weiß es Mr. Muffin. Das Fräulein muss weg. Schließlich, was tut sie schon? Sie stöpselt. Wenn einer, sagen wir mal, die Nummer 75 will, dann geht sie 7 Reihen nach oben und 5 nach rechts und dann stöpselt sie. Ja, das kann doch auch eine Maschine. Tja, und dann baute er sich so eine vollautomatische Wählmaschine. Sie hatte 100 Kontakte und ein Ärmchen und funktionierte wie das Fräulein vom Amt. Zum Beispiel 7 nach oben und 5 nach rechts. Zum Anschluss Nummer 75. Nicht schlecht für damals, aber viel zu langsam für heute. Wir sind immerhin schon in den 50er Jahren. Und da kommt ein Telefon auf 25 Leute. Da braucht man eine ganz andere Technik, nämlich die da. EMD-Wähler. Sehen Sie, da geht nichts mehr auf und runter, da klackert nichts mehr. Das dreht sich so. Ja, früher musste man ja beim Wählen eine Scheibe drehen. Hier, sowas. Die schnurrte dann zurück und produzierte lauter kleine Stromstöße. Und die wiederum drehten im Wählamt, also bei der Post, so ein kleines Ärmchen. Hier, ja, das drehte sich und suchte sich den Draht aus von dem, mit dem man reden wollte. Heutzutage ist es ja alles ganz anders. Hier, bei diesen modernen Telefonen, da bewegt sich nichts mehr. Ist alles leise, schnell, elektronisch. Auch bei den Wählämtern. Da ratterten ja früher zigtausende von Ärmchen. Aber heutzutage, alles schnell, leise, sogar computermäßig wird vermittelt. Auch mein Gespräch schon, denn ich bin angeschlossen. Hier geht's von meinem neuen Telefon aus zur Telefonsteckdose. Und von da aus in ein unterirdisches Kabel hinein. Gab's ja früher auch noch nicht, so ein Kabel, nicht? Da zog man die Strippen durch die Luft einfach von Mast zu Mast. Ne? Das war so schlimm, dass so vor 100 Jahren in New York zum Beispiel diese Strippen den Himmel verdunkelten. Kaum zu glauben. Ne? Aber pro Telefon ein Draht. Und die New Yorker telefonierten damals schon viel. Auch nach Übersee, nach Europa. Und das ging, denn man legte Tiefseekabel quer durch die Ozeane. Mit speziell gebauten Kabelverlegungsschiffen. Das war nicht einfach. Der tonnenschwere lange Draht riss oft, Wasser drang ein. Es kostete viel Arbeit und Geld, bis das erste Kabel an Land gehen konnte. In der Stadt riss man die Masten ab und verlegte die Leitung unter die Erde. Der Himmel wurde wieder heller. Hübsch, ne? Durch so ein Kabel liefen früher die Telefongespräche durch die Stadt. Hunderte von Adern, ne? Für ein paar hundert Telefongespräche gleichzeitig. Aber eigentlich eine Kupferverschwendung. Denn heutzutage gibt's ja was Besseres. Hier, Glasfaser. Mhm. Viel dünner. Aber ihr werdet es nicht glauben. Durch eine Leitung kann man Hunderttausende von Gesprächen gleichzeitig verschicken. Und das geht, weil ja im Glas kein Strom fließt, sondern Licht. Ja.
Licht kann auch Töne transportieren, also auch Telefongespräche. Ne? Aber eben viel mehr gleichzeitig, als das der Strom könnte im Draht. Und außerdem klingt es besser. Ja, denn das Licht verschickt die Töne digital hin und her. Was das heißt, das wissen die meisten gar nicht. Aber dabei ist es ganz einfach. Wenn ich spreche, dann bewegt sich doch die Luft. Und hier, das Mikrofon im Hörer, macht daraus einen Strom. Ein Strommuster, ein analoges Strommuster. Das sieht dann ungefähr so aus. Hm? So ein kurviges Gewusel. Nun ist es technisch sehr schwierig, so ein Geschlängel zu übertragen. Das rauscht, das kratzt und kracht. Na, ihr kennt das ja von alten Schallplatten. Hm? Da sieht ja die Rille etwa genauso aus. Nee, heutzutage macht man es anders, nämlich digital. Ja, da schickt man dieses chaotische Gewusel erstmal in einen kleinen Computer. Der hört sich das an und berechnet das. Der macht daraus Zahlen, lange Zahlen mit nur zwei Ziffern. 1 und 0. Na, er kann ja nur rechnen mit 1 und 0, nämlich Strom ein, Strom aus. Ja. Und das sieht dann so aus da. Hm? Strom ein, Strom aus. Und wenn meine Sprache jetzt über ein Glasfaserkabel auf die Reise gehen würde, dann würde das heißen Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Ja, das rauscht nicht, das kratzt nicht, eben digital. Na, das Tolle ist ja nun, man kann digital, zum Beispiel auch über Glasfaser, auch Bilder übertragen. Hm? Video, Filme, Breitband, Computerspiele, Internet. Hm? Aber das alles brauche ich ja nicht. Ich will ja nur den Nachbarn anrufen. Dann wollen wir mal sehen. Ich habe doch noch ein paar Spaghetti übrig. Hm. Na, das ist... Jetzt sind Sie wirklich ein moderner Mensch. Jetzt haben Sie auch ein Telefon. Ja. Jetzt sind Sie mit der ganzen Welt verbunden. Jetzt kann man Sie überall erreichen. Naja, ja, also, Herr Paschulke, alles kann man nun nicht per Telefon erledigen. Also zum Beispiel diese leckeren Spaghetti hier. Die könnte ich Ihnen ja nur nicht per Draht rüberschieben. Da haben Sie recht. Da musste ich schon selber kommen. Köstlich. Hm.